Hallo, liebe Scheunenfreunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen The Escapists Walking Dead. Ja, wir werden heute, wie ich schon versprochen habe, in einem Schuppen einbrechen. Guck mal, das Bein nehmen wir noch mit, das kann noch irgendjemand als Waffe benutzen. So, und dann werden wir jetzt gleich bei der Morgenzählung die Leute alle mal ausrüsten. Es gibt nämlich Leute, die haben noch keine Waffe, Hirschel zum Beispiel, oder hier Mackie hat noch keine, ist doch Mackie. Ja, ist Mackie. Na, langsam erkenne ich die auch ein bisschen. So, Mackie, du kriegst von mir eine fette Pistole. Hirschel, du kriegst von mir auch noch, ich glaube, das Ding war besser, und eine fette Pistole. Und eine Bratpfanne, ernsthaft. Und Lori, du hast, okay. Ja, perfekt. Ein paar Leute haben jetzt Pistole. Wollen wir es gleich angehen? Nein, wir machen noch Frühstück und dann gehen wir es an, Leute. Dann werden wir die Scheune aufräumen. Und Leute, wir haben natürlich ein Problem. Wenn das dann wirklich zu Ende ist, dann ist die Folge auch zu Ende. Ist eine kurze Folge dann. Aber vielleicht fehlen wir auch total und müssen neu laden. Das kann natürlich auch sein, deswegen probieren wir es gleich von Anfang an dann. So, wir gehen nochmal ganz kurz essen. Liegt ja auch im Interesse von unserem Leben. Haben wir eigentlich was abgebaut? 99, immer noch. Okay, Intelligenz auch vielleicht weit oben. So, wir haben fertig. Dann, wie war das? Ich glaube, wir müssen die anklicken oder Q drücken. Na, wir hatten jetzt alles eine Waffe. Ach, egal, wir nehmen einfach alle mit. Jetzt geht's natürlich nicht. Wollt mich da verarschen? Ihr wollt mich verarschen. Ah doch, ich müsste genau rangehen. Hä, doch nicht? Ah, fuck, jetzt gibt's ja natürlich die Aufgaben noch. Dann kann ich natürlich dir nicht mitnehmen, wenn da eine Aufgabe ist. Dann muss ich Nein drücken, kommst trotzdem mit. So, danke. Nein. Komm mit. Du hast jetzt schon zu viele. Was? Ich habe zu viele? So, ich brauche noch jemanden mit einer Waffe. Hier, Lori, komm mit. So. Jetzt geht's den Zombies an den Kragen. Ich hätte mir vielleicht doch eine Waffe mitnehmen sollen. Die Frage ist ja, wir kommen ja hier vorne, glaube ich, nicht durch, ne? Oder kann ich hier auföffnen? Okay. Also, das war schnell. Das ging schnell. Triff bloß die richtige Entscheidung, Rick. Drück, um dein Ziel auszuwählen. Fand die richtige Entscheidung. Willst du mich verarschen? Wir nehmen den hier. Ach du. Oh, geil, ich habe eine Feder gefunden. Alter, ich will doch nur kämpfen. Rechte Maustaste. Nein. Alter, der nimmt aber die Leichen auf. Haut sie alle um, Leute. Haut sie um. Meine Fresse. Zum Glück habe ich hier meine Schutzcrew. Die Schusscrew, würde ich sagen. Nice. Meine Leute umgehauen. Okay, wir haben noch genug Leben. Nice, hier ist ein Rucksack. Und ich habe einen Zombie wieder bei mir. Aber das war ja easy. Oh, geil. Roter Schlüssel. Werkzeugkomponente. Okay. Und ein Crafting-Rezept. Ein Holzstrebe kann ich da machen. Ein Holzbalken wird benutzt, um unterirdische Tunnel abzustützen. Okay. Ja, das sind ja kein Schwein. Haben die irgendwas geiles? Zombie-Innereien. Komponente? Kann ich mir da eine Suppe machen oder was? Eine leckere Zombie-Suppe. Hier, ihr könnt euch verpissen. Geht euren Tageswerk nach. Ich habe das, was ich wollte. Ich wollte mal gucken. Vielleicht hat noch irgendjemand eine Waffe oder sowas einstecken. Oder fettes Klebeband. Ist natürlich auch was Geiles. Eine Batterie, naja. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand wollte. Es war ja doch einfacher, als ich dachte. Und ich glaube, wir beenden das jetzt, wenn wir hier quasi hinten reingehen. Soll ich das machen, Leute? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe aber noch nicht alle Comics gefunden. Ist ja auch ein bisschen schade, die nicht zu finden, ne? Aber da müssen wir uns mal überall durchgraben. Andererseits ist mir das aber auch nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen. Hausmeister. Zum Glück habe ich ja den Besen. Ich habe erkannt, oh, ich habe den Besen nicht da liegen lassen. Beziehungsweise ich hatte nie den Besen. Das war eine Hake das letzte Mal. Oder eine Hacke. Ich würde lieber Hake dazu sagen. Das heißt, ich muss den ganzen Mob erstmal holen und brauche dafür alleine schon fast die erste Stunde. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt auch genug Dreckflecke finde. So, das ist aber auch sehr interessant gemacht, dass jeder mal die Aufgaben so durchmischt quasi. Das finde ich ganz gut. Oh je, oh je, oh je. Ja, die Scheune ist ja mal sowas von aufgeräumt. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich schon durch, ob ich das Ende beenden soll.
War noch ein Blutfleck. Der ist da drin natürlich wieder einer. Ist das überhaupt der letzte? Ich hoffe mal, das ist der letzte, weil ich gerade einen totalen Umweg latsche. Wenn das nicht der letzte ist, dann raste ich aus. Dann raste ich aus! Aber ich hätte schon irgendwie gerne... Ich werde mal den Mob hier irgendwo draußen einfach liegen lassen. Einfach hier so liegen lassen. Für den Fall, dass ich noch mal arbeiten muss, dann nehme ich mir den einfach runter. Ach, Mittagessen! Oh! Ja, ich habe den Schlüssel jetzt. Den wichtigen Schlüssel, Leute. Das war total easy, war das. Total easy. Ah, hole ich mir die Comics oder hole ich mir die Comics nicht? Das kann ja nicht so schwer sein, die zu holen eigentlich. Ich habe ja Spitzhacken. Mit den Spitzhacken könnte ich irgendwo reinkommen, wo die liegen könnten. Ich glaube, ich werde es machen. Ich glaube, ich suche die Comics, Leute. Wenn, dann gleich hundertprozentig durchspielen. Das finde ich dann doch geiler. Wenn ich schon mal hier bin, dann gleich richtig. Weil sonst müsste ich es irgendwann nochmal spielen, weil dann mein Reiz mich dann irgendwie. Das packt mich dann irgendwie, dass ich das dann doch noch schaffe. Das heißt, wir werden jetzt... Ist er nach... Der folgt mir immer noch. So. Wir bringen jetzt mal ein paar Sachen weg. Zum Beispiel den Schlüssel können wir mal ordentlich hier reinschmeißen. So, die Feder, okay. Klebeband, okay. Wobei, eins würde ich gerne mitnehmen. Ich glaube, wir können das überhaupt alles dann schleppen. Das wird ein bisschen schwieriger. Dann würde ich gerne gleich die robuste Spitzhacke mitnehmen. Und das ist Schrott. Und die Batterie ist eigentlich auch Schrott, aber ich weiß nicht, ob jemand das vielleicht einer wollte. Schokolade, Stacheldraht, Schokolade, Eimer. So. Das ist aber Schrott. Den schmeiß ich weg. So, wir suchen quasi hier oben alles mal ab. Wo wir zum Beispiel noch nicht gewesen sein könnten. Hier war mal drinnen. Das sieht man ja auch schon sehr gut. So, was gibt's denn hier oben noch? Gibt's ja irgendwo noch irgendwo ein Haus? Nein. Mal gucken, was der Händler... Vielleicht hat der Händler noch irgendwas für uns. Nachmittag. Danach gab's, glaube ich, Abendessen gab's. Da ist noch was. Also generell ist da was drin, ne? Ach, hier ist ja auch noch was. Das sind ja auch noch potenzielle Ziele. Hier war ich schon mal dran. Da war nämlich das Waffenrezept drin. Ich bin mir gerade noch nicht so sicher. Kommt man hier leichter durch? Es geht gar nicht auf mit dem Ding. Okay. So. Dann mache ich hier... mache ich da ein Loch rein, wollte ich gerade sagen. So. Mache hier ein Loch rein. Oh, der hält schon ein bisschen länger aus. Ja, hier 5% und da gehen 20% weg. Das ist schon ordentlich. So, mal gucken, ob wir das Comic finden. Ich will ein Comic finden. Wobei, ich glaube, Tische sind, glaube ich, so random. Da findet man, glaube ich, keine Dings. Ich glaube, das sind alles in Rucksäcken, weil Rucksäcke sind nicht random. Die sind einmal gefüllt und das war's. Ja, dachte ich mir schon. Und ansonsten gibt's hier, glaube ich, auch gar nichts. Also ein Rucksack ist hier, glaube ich, gar nicht drin. Da gucke ich lieber von draußen, anstatt... dann mache ich mich nicht sinnlos kaputt. Also Rucksäcke sind das Ziel. Das begehrte Ziel. Da oben zum Beispiel, da drinnen. Wie kommt man da überhaupt rein? Ah, das ist eine Tür. Das ist einfach eine Tür. Ey, geil, da kann ich die alle rauslocken. Das ist natürlich nice. Komm, lass mich in Ruhe. So. Dann locke ich die einfach raus. Hier, muss ich ja nicht mal kämpfen. Hallo! Die andere auch noch. Hallo! Was ist denn mit euch los? Seid ihr nur Zierte oder was? Na gut. Ach, shit. Das war jetzt doof. Ich ziehe höchstens immer mehr an, ja. Komm, lass mich in Ruhe. Geh weg. Wir haben schon Nachmittag. Aua. Kommt mit, kommt mit. Ja, kommt einfach mit. Noch, die bleiben aber zu... Weil dann bleiben sie ewig, dann bleiben sie zu früh stehen, ne? Komm schon, komm schon. Ja, kommt. Hirn. Jetzt renne ich einfach. So. Und schwupps sind sie weg. Nachmittag. Ich glaube, es gibt gleich Abendessen. Da muss ich nochmal anwesend sein. Nach 19 Uhr gibt es das Abendessen. Das schaffe ich. Das schaffe ich locker. Easy.
mich hier rein? Ja. Ach, jetzt greift sie an, ey. Willst du mich verarschen? Ich hol sie jetzt einfach um. Komm her, du. Ah, eine Batterie. So, Rucksack. Und wir haben eine Pistole, aber kein Comic. Plastikplane. Na gut, eine Plastikplane klingt natürlich auch nicht schlecht. Aber leider war nicht mein Comic da drin. Ich glaube, hier oben haben wir jetzt alles abgesucht. Ich glaube, da kommt bloß noch der Händler, glaube ich. Da links ist auch quasi, da geht es auch nicht mehr irgendwie weiter. So, hier werden wir mal... was will ich denn abgeben? Das hier will ich abgeben. Und dann haben wir jetzt für mich quasi wenigstens schon mal eine Pistole. Eine modifizierte Pistole gemacht für mich. Wenn wir jetzt vielleicht noch Munition mal mitnehmen. Eine Kiste, dann können wir auch ein bisschen rumballern. Warum auch nicht? Ballern gehört auch mal dazu. Abendessen. Was ich ein bisschen schade finde, hier kommt man irgendwie nicht von oben rein. Ach shit, ich hätte mich doch an eine andere Seite langlaufen sollen. Ach, arme Karl, Mann. Karl, was ist mit dir los? Passt auf, das ist noch gar nicht die letzte Aufgabe. Sondern danach kommt noch mehr, das wäre witzig. Hallo, Leute, ich bin wieder weg. Tschüss! So, ich muss nochmal oben raus, Leute. Ich muss oben nochmal genau abchecken, damit wir auch wirklich sagen können, das ist da oben alles abgecheckt. Na, logisch, oder? So. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt rumschieße wie ein Bekloppter. Ich werde trotzdem noch weiterkämpfen. So, geht's jetzt hier raus. So, 22 Uhr ist dann nochmal Dings angesagt. So, jetzt will ich mal nach oben schauen. Hier war ja das... Nee, hier ist ein, das ist ein anderes Ding. Hier ist ja ein anderes Ding. Ach, das ist das Gebäude gewesen. Und hier gibt es ja irgendwo noch einen Rucksack. Doch, das ist das Gebäude. Gibt es hier oben? Hier oben ist ja komplett Gartenrand. Ja, der Garten. Okay. Hier ist der Händler. Der ist aber anscheinend nur nachts da. Und was gibt es jetzt hier? Gibt es hier noch irgendwie eine Tasche? Gibt es keine Tasche, okay. Das ist schon geil. Zombies sind schon ziemlich witzig. Oder ziemliche Witzfiguren, wollte ich eigentlich sagen. Aber wir müssen gleich nach Hause. Den Rucksack habe ich, glaube ich, schon mal gelootet. Werden wir gleich sehen, wenn der Zombie da mal ein bisschen weg ist. Hm. So. Ja. Da waren wir schon mal drin. Hier haben wir hier auch quasi alles gesehen. Hier drin ist noch... das ist eine fette Tasche. Da werden wir auf jeden Fall mal reingehen gleich. Aber erstmal kommt noch die Zählung und dann müssen wir abends noch ein bisschen rumlaufen. Dann können wir wieder nicht speichern. Kein Problem. Kein Problem für uns. Wir müssen nicht speichern. Speichern ist nur was für Schwächlinge. So, abendliche Zählung haben wir gut erreicht. Nice, nice. Kommt gut voran. So, die Zählung ist zu Ende. Ja, ja, bla bla bla, laber laber, weiter geht's. So, abendliche Zählung, ja, bloß abgehakt. Was soll's. Gehen wir gleich wieder raus. Wir können doch mal gucken, was der im Shop hat. Vielleicht hat er was Geiles, irgendwas richtig Geiles. Eine fette Pumpgun oder so, wäre geil. Aber lass mal, gehen wir lieber erstmal dahin, wo ich hingehen wollte. Die Mission zum Beispiel erfüllen. Da ist noch eine fette Tasche drin. Würde sich richtig lohnen, sich hier durchzugraben. Hier könnte man sich durchgraben. Da ist eine fette Tasche, da muss ein T-Shirt drin sein. Ein T-Shirt, sage ich schon, ein Comic. Ist fast das gleiche, ein Comic oder ein T-Shirt. Kein Ding. Ich hatte das Klebeband weggelegt, ich Idiot. Das wollte ich doch zum Reparieren mitnehmen. Oder hatte ich mitgenommen zum Reparieren. So, hier ist das noch das Item drin, was wir brauchen. Der Eimer. War es der Eimer? Das war der Eimer, glaube ich. Ne, es war nicht der Eimer. Der Stacheldraht war es. Aber ein Eimer wollte auch jemand haben, nehme ich mit. Eine Reisetasche. Was wird darin sein? Hä, eine Heugabel? Eine Waffe? Was für eine Waffe? Wie stark ist die Waffe? 6. Ist ordentlich, aber bringt mir jetzt nichts. Und ich glaube auch nicht, dass ich das noch irgendwie brauche. Hm, schade. Ich hätte ja echt gedacht, das war's jetzt. Sind noch mal irgendwas? Nee. Da ist ein Tisch. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es bei Tischen drin ist. Das glaube ich nicht. Hä? Ich glaube nicht, dass die Comics hier irgendwo... Alter, hier sind auch immer ein Haufen Holz. Und noch ein Eimer. Hm. Wir haben aber kaum noch was zum Schleppen. Passt auf, wir gehen jetzt doch nochmal zurück. So.
Aber ich glaube, ich gehe vorher nochmal nach oben gucken, ob der Typ was zum Verkaufen hat. Irgendwas Geiles. Hier ist die Tasche und hier ist der Shop. Was verkauft denn der so schönes nachts? Alter, das ist ja noch eine fettere Axt. Was ist das denn, ein Dach? Stufenleiter. Leichte Spitze. Ah, ne, ist eine leichte. Okay, brauche ich nicht. Entschuldigung. Auch der Tenshi muss mal husten. Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Wo führt denn das da hin? Hä, wo zeigt der hin? Achso, der zeigt da unten hin. Dann tun wir das mal in unsere ein paar Sachen weg. Wobei ich den Eimer nicht wegtun wollte, aber passt schon. Muss weg. Puh, wir sind echt noch zu langsam. Wir brauchen echt mehr Training in den Beinen. So, also, was ich mitnehmen wollte, war eigentlich hier sowas. Naja, nehmen wir mal kurz so. Holz wollte ich eigentlich ja hier. Ja, ich kann nicht sehr viel mitnehmen. Ah, ich bin gerade überlegen, aber vielleicht doch einfach speichern und am nächsten Tag weitermachen. Noch haben wir Zeit, noch haben wir Zeit. So, ich würde gerne rechts rausgehen, einfach um da komplett rechts alles abzudecken und dann nach unten zu gehen. Yeah, wir haben aber gut schon was abgesteckt jetzt hier. Das ist alles von uns, das wird alles uns. Alles schon abgesucht, alles kein Problem für uns. Da ist ein Zombie, umgehe ich einfach so. So, jetzt sind wir nochmal ganz rechts gelaufen. Ah ja, hier ist nämlich Ende von der Karte. Okay, gut zu wissen. Und ich glaube, hier ging es gar nicht lang. Ich glaube, hier ist jetzt Sackgasse hier unten. Da war ich doch schon mal, oder? Ja. So, da drinnen könnten noch Rucksäcke drin sein. Irgendwie in den ganzen Weg vielleicht irgendwo lang. Kann sein. So. Und hier runter ging es, glaube ich, auch nicht. Das ist ja die Scheune, okay. Gut, dann haben wir die ganze linke Seite und die rechte Seite abgesucht. Wobei, die linke Seite haben wir noch gar nicht richtig abgesucht. Ich bin noch bei links noch nie nach unten gegangen, Leute. Bin noch nie nach unten gegangen. Sollten wir vielleicht mal ändern. Ich habe meine Cowboy-Mütze aufgesetzt. Da kann uns nichts passieren. Ich bin immer nach links gelaufen, dann nach oben, aber nie nach unten. Da ist ein kleines Gebäude. Da ist sogar Licht drin. Da kann man reingehen. Ah nein, das sind die Gebäude von uns. Haha, das sind die Gebäude von uns. Aber an sich ist hier draußen nichts. Nicht mal ein Rucksack oder so. Gar nichts. Latschen wir gleich mal ein bisschen die linkere Ecke runter. Da haben wir die auch gleich abgesucht. Oh, ein Comic. Comic. Und ein Comic. Und eine Anleitung. Feder, elektronische Schraubendreher und Pistole. Eine modifizierte Pistole mit hoher Feuerrate, die hohen Schaden verursacht. Ach, so kann man die auch herstellen. Da braucht man keine Pfeile, bräuchte man elektronischen Schraubendreher bloß. Gut zu wissen. Und wir haben Nummer 8 gefunden. Auge um Auge. Also ich habe mir immer mal vorgenommen, die Comics mal alle zu lesen. Ach, hier ist noch ein Händler. Oh, lol. Hier ist noch einer. Okay. Was verkaufst du denn für geile Sachen? Eine Pistole und so, okay. Schön, schön, schön. Gut zu wissen, aber ansonsten gibt es, glaube ich, generell auf der linken Seite jetzt auch nicht viel anders. Genau. Wo hier ist noch... Hier sind voll die Scheunen alle. Ah, ich merke schon, wir können nicht speichern. wir werden wieder am nächsten Morgen eine Cut machen müssen. Schade, ist auch nichts drin. Ui, ein Zombie. Habe ich aber Angst. Oder ich glaube, ich gehe jetzt nach oben. Dann legen wir uns ins Bett, solange ich noch speichern kann. Und dann in der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich doch das Ende sein. Vorausgesetzt, wenn man dann durch die Zäunentor geht, dass es auch das Ende ist. Aber ich denke schon stark, dass es das Ende sein könnte. So, gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi hier von The Noobs Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi.